Willkommen zu Let's Play. Ja. Plane Teil 2. Und ich muss mich ein bisschen sputen, denn der Squad-Leader, der. Bravo Squad needs support on my position. Guys, we're losing the A-Point. Bravo Squad retreating to the A-Point. Bravo Squad retreating to the A-Point. Now, please. Der jammert nämlich schon. Ich glaube, das hört man. Jeder, der Englisch kann, der sagt: Beeilung, Beeilung, Beeilung. Halt die Fresse, Junge. Ja, in den Voice Chat lass ich natürlich an, weil ich möchte nämlich gerne selber hören. Ups. Okay, good job, guys. The A-Point seems secure. Ja, das good haben wir sehr job, gut guys. Gemacht. Ich habe noch eins gemacht. Aber er redet mir doch ein bisschen zu laut. Ich schalte mal kurz ein bisschen leiser. Voice Chat. More sand is incoming, Bravo Squad. We're gonna sack on the squad waypoint. Zu leiser. So, ich möchte ihn ganz gerne noch verstehen können, aber ich möchte nicht, dass er mir. Bravo Squad, everyone in the waypoint now. Everyone on the squad waypoint. Genau das macht. Ist nicht zu laut. I don't want to see light assaults, I don't want to see infiltrators, please. Übrigens bin ich hier gerade im neuen Flugzeug drin, ne? Wie man sieht, schießt das richtig anstrengend. Ja, ich komme gerade nicht gleich, ich bin aber nicht der Pilot. Warum bewegt er sich denn nicht? Ich möchte gerne den Krieg gegen den er gewinnen und ich werde immer noch voll gequatscht vom Squad-Leader, der immer sagt, so beeilt euch, beeilt euch, beeilt euch. Aber ich würde mich ja gerne beeilen, aber dieser Typ hier, der bewegt sich ja nicht. Komm, mein Freund, hör auf Krieg zu spielen, sondern beeil dich mal lieber. Ach, halt die Fresse. Ich komm jetzt einfach so. Der Typ bewegt sich ja hier keinen Millimeter. Jetzt bewegt er sich. Bravo Squad, move forward to the squad waypoint. We're gonna try to push from there, please. Heavies and medics, everyone. Hat er gesagt, wir sollen als Heavies kommen oder da sind jede Menge Heavies? Heavies and medic, come on. Heavies und Medic. Ich bin Heavy. Okay, passt doch. Gut, ich spotte hier noch ein bisschen für den. Vielleicht weiche den aus, anstatt hinzugehen. So, guck mal, da haben wir doch schon was. Oh, guck mal, das macht sogar Schaden. Hätte ich jetzt zoomen, könnte ich natürlich besser auf ihn schießen, aber nein, der Typ hat natürlich gar keinen Zoom eingebaut. Also muss ich so klarkommen. Und hinter uns ist einer und der schießt auf uns und. Hallo, darf ich schießen, bitte. Okay, da, Panzer, noch ein Panzer. Oh, guck mal, auf den. Ja, dreh dich nur weg, damit ich auf nichts schießen kann. Du bist so ein Idiot. Und warum fährst du jetzt von da weg? Ich möchte ganz gerne da hingehen. Bleib doch mal stehen, Junge. Ich möchte nicht da hinten Krieg spielen, ich möchte gerne da Krieg spielen, wo der Squad Leader die Beacons hingesetzt hat. Aber nein, sonst nebenbei, ich werde jetzt noch ungefähr 15 Minuten einen Cut setzen. Weil ich mich mit der Erwartungshaltung spiele, dass ich eh gleich einen Bluescreen bekomme. Ja, ich möchte mich ganz gerne beeilen, aber da ist ein Thunderer. Den konnte ich jetzt gar nicht markieren. Ah. Panzer, da ist ein Thunderer, ne? Könntest du bitte landen, damit ich hier ein bisschen Schnupp machen kann? Ja, wie viel? Ich habe keine Munition mehr. Na, und kaputt, aber nicht dank mir. Da! Jetzt habe ich ihn endlich im Visier. Jetzt können die alle da hingehen. Ja. Ich brauche Munition, mein Freund. Ach ja, genau, für den Heber. 4. Ja, ich würde gerne mehr Support geben, aber halt die Fresse. Ja, ich werde ihn noch ein bisschen leiser schalten. Der stört doch ganz gewaltig. Also, ich werde es sowieso hinterher leiser stellen, damit das für euch nicht so brüllend ist. Das Spiel um meine Stimme besser zu verstehen ist, aber ja, er brüllt mich da ganz gut an. Ja, ja, ja. Warte, was habe ich hier eigentlich an Kampfgestell reduziert? Genau das wollte ich haben. Explosionsschadensreduktion. Ich komme mit einem Panzer, dann brauchst du aber. Ach, guck mal, hier gibt's noch Sunrise. Ja, ja, ja. Okay, ich möchte ganz gerne. Da. Ja, für schwer zu kontrollieren. Ganz mit dem Visier, weil jetzt hier ohnehin schon total schwankt. Der habe ich leider auch nicht so gut. Aber dafür sehe ich dann den Gegner besser. Und das ist natürlich. Und jetzt, wenn es wieder dunkler hier ist, ist es natürlich dann leichter gegen. Ui! Und? Na, sind jetzt angekratzt. Das ist ein Gegner. Und? Na, voll drüber geschossen. Huch! Soll das ein Witz sein? Ja, das ist aber auch mein. Parkt einfach bei uns vor der Tür.
Aha, oh, guck mal, da kommt Sun Rush. Ich glaube, meine Rakete spare ich lieber dafür den auf. Und bam! Da waren noch Leute da. Schön, der hat mich zuerst gesehen. Das ist natürlich ein Problem für mich, weil dann sterbe ich. Weil irgendwie habe ich sowieso das Gefühl, dass alle mehr aushalten als ich. Das ist ein Problem. Warte mal, wenn ich von da gehe, dann... Wo lande ich, wenn ich da reingehe? Lande ich schon da? Das wäre praktisch. Ja, Bravo Squad, bla bla, Bravo Squad, bla bla. Du wiederholst dich, Junge. Halt dich. Ich halte dich gleich aus. Ich habe normalerweise nichts dagegen, wenn jemand redet und informiert, was er gerne haben möchte, aber... Ihr redet wirklich ein bisschen sehr viel. Junge, das ist ein Spiel. Die Leute werden nicht auf dich hören, nur weil du das willst. Ich versuche nicht, die Leute mehr zu pushen, als sie es eigentlich wollen. Ja, das ist ein Thunder Rod, das habe ich auch schon gesehen. Ich komme da aber nicht hin als Heavy. Komm ich da hin als Heavy? Oh, das... Krass, ich komme da echt hin. Was für ein cooler Bug. Voll hochgeglitscht. Da, und pew. Und noch einen drauf. Ui. Schnauze. Ui, 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 ui. Hat der Spawn-Schutz, ey. Ich wusste gar nicht, dass es hier gibt, dass es hier Spawn-Protection gibt. Okay, jetzt wo wir wissen, wo der ist, können wir aber auch was dagegen tun. Hier gibt es noch Panzer für uns, ne? Ich versuche es selber einfach noch einmal. Wie komme ich da hin? Wie kam ich da hin? Bin ich schon mal hingekommen? Naja, muss ich ja nicht wissen, weil... Scheiße Sniper. Wow. Könnte ich bitte ein bisschen mehr Tarnung haben? Warte mal, die kann ich mir selber holen. So, einmal das und einmal das und los geht's. Wupp, getarnt. Wo war der? Ja, war da. Ah, war da. Hoho. Hoch. Ja, auch eine Wegseinheit. Boah, hält zwar viel aus, aber auch gegen sowas ist er nicht immun. Das mit der Mausfuß ab. Hier geht schon wieder. So. Mal das. Ich möchte mich gerne selbst heilen, warte mal. Der hat. Ach, guck mal, der hat das doch. Dup, 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 dup. Heilung, Heilung. So. Und Rick jetzt als Spion. Da ist doch was. Aber nicht das, was ich gesucht habe. Wo war denn das Handel? Der war da, ne? Okay. Ich weiß nicht, ob der jetzt irgendwie zu laut ist oder so, aber ich glaube, ich schalte mal richtig schön leise, weil das ist schon echt nervig. Ich möchte nämlich nicht ganz gerne, dass, wenn ich irgendwas sage, dass der mir so krass dazwischen quatscht, dass man irgendwie nur noch versteht. Das ist nicht im Sinn der Sache. Da ist nichts mehr, ne? Was hat er gesagt? Jetzt verstehe ich ihn wieder nicht. Weil der eine Typ, der quatscht den ganzen Tag so übertrieben laut, denn so Leute. Piu, ich treffe nicht. Okay. Ich glaube, wenn ich ranzoome, dann kann ich nicht mehr so gut markieren. Oh. Da. Kein einziges Mal getroffen, die haben aber gezeigt, wo ich bin. Auch geil. Oh, oh. Hallo, guck mal, da ist doch ein Harasser. Schieße halt auf den Transporter, was soll's. Piu, piu, piu. Schaden da vorne, das ich nicht durch mich. Den habe ich gerne erwischen. Aber irgendwie, die Markierungen gehen immer flöten, sobald ich ranzoome, ne? Ist auch nicht, woran das liegt. Ist das unserer? Das ist unserer. Ich kann ihn nicht markieren, also ist unserer. Da ist noch einer. Da, Junge, hör mal auf zu schießen. Na komm, lass mich doch treffen. Möchte nicht. Ich glaube, ich nehme mal wieder eine Platz, mit der ich umgehen kann. Also am besten Gott oder so.
Mit Gold kann ich gut umgehen, weil er kriegt keinen Schaden. Ja, ich weiß ja, dass du da oben bist. Schieß mal ein bisschen. Na? Ich weiß, dass er da ist. Schieß und renn, das ist natürlich dann schwieriger zu treffen. Okay, ich möchte die Max-Einheiten nicht nehmen, die ist doof. Ich nehme die Heavy wieder. Mit dem Heavy kann ich am besten umgehen. Greifen wir eigentlich an oder verteidigen wir? Das weiß ich noch gar nicht. Ich guck mal nach, wie verteidige. Ich mag es auch nicht zu verteidigen, weil verteidigen ist doof. Verteidigen da ist, wenn man, wenn die Gegner zu viele kommen. Genau das. Weil ich bin es gewohnt, wenn ich in der verteidigenden Position bin, bin ich auch gleichzeitig derjenige, der mehr im Respawn-Bildschirm hängt, als irgendwie im Spiel selbst. Vielleicht kann ich da ja ein bisschen Stress machen. Möchte ich eigentlich das Grünzeug hier haben? Ich kann das Grünzeug abschalten, dann sehe ich mir. Ich guck mal, ob ich das ausschalten kann. Bin ich gerade sicher. Einstellung Grafik und Gelände Pflanzenwelt aus. Nein, ist noch da, okay. Die Pflanzenwelt stellt nur die Dingens runter, das ist Gras und so. Deckung und so bleibt natürlich bestehen. Und im Gegensatz zu, wie heißt der Laden? Battlefield 3 kann man hier auch den Schatten ganz ausschalten. Das hilft natürlich zum einen, ungemeinen Gegner besser sehen zu können, aber... Und es hilft natürlich dabei, die CPU zu entlasten, weil der dynamische Schatten, der frisst so viel Speicher, also Speicher, nein, so viel CPU-Leistung, dass die FPS ganz rapide sinken. Sieht zwar dann schöner aus mit Schatten, aber so kann man besser spielen. Man sieht die Gegner auch besser, weil die sich nicht im Schatten verstecken können. Ui. In dem Moment, wo ich gerade auf ihn drauf schießen möchte, wird ein kleines Stückchen zurück und gerade so weit, dass ich ihn nicht treffen kann. Das kriege ich. Gerade in dem Moment, wo ich auf ihn drauf schieße, geht er kaputt und ich kriege die Punkte nicht. Getroffen. Ja. Oh, das gibt's doch nicht. Wo willst du hin, Junge? Ich verstehe das. Die Dinger hier füllt übrigens den Schild wieder auf. Ah, ein kleiner Hitmarker. Komm, bleib nachher mal. Wo muss ich hin, um wieder Munition zu bekommen? An der Abstellwelt, okay. Liegt hier irgendwo Munition rum? Okay, keine. Schau mal bei dem mit. Jawohl, mit Gatlin. Gatlin Power! Oh, sogar der hat sich gerettet. Alter! Arschloch! Super, jetzt habe ich keine Munition. Ich glaube, ich möchte nochmal Sniper spielen. Es sind so viele am Hügel kommen. Ist ein bisschen wie Mohren schießen dann. Okay, ich bin richtig. Hier kann ich meine Ausrüstung wechseln. Spion. Wo waren die da hinten, ne? Ich weiß, dass du da bist. Ha! Treffer! Damit hat's nicht gerechnet, was? Dann sei weg. Oh oh. Gegner? Und wieder getroffen. Schade. Ich hole mal schnell meine Emotion und dann. Okay. Jetzt geht der schneller als früher. Da ist es natürlich praktisch. Der ist doch da irgendwo, oder? Ist da was? Da ist nichts. Ne, der ist nicht. Doch, der ist da noch. Ich hab einen Schuss von da kommen sehen. Guck mal, guck mal.
schade. Ich bin nicht so der gute Sniper-Spieler, da hat er sich versteckt. Ha, getroffen. Ja, ich bin nicht so gut mit der Sniper. Na, jawohl. Okay, das ist ein bisschen so ein Rhythmusspiel. Wenn man zu früh schießt, hängt man oben in der Luft. Wenn man zu spät schießt, trifft man nicht mehr, weil er schnell weg ist. Okay, ich muss den Rhythmus von der Waffe finden. Ach ja, genau, ich muss einen Cut machen, sonst ist die Aufnahme komplett verloren, wenn ich einen Bluescreen bekomme. Und das möchte ich nicht. Also, bis jetzt.